Was passiert mit dem Hebel? Die Ausgangstore der Festung öffnen sich. Erfahrungspunkte, ja. Wenn der umgedreht hat, können wir zurück zum Tor laufen. So. War mal eine interessante Abwechslung mit den Hebelrätseln. Und wenn wir wieder da durchgehen, sind unsere Dinger auch schon wieder weg. Ja. Tag, Urias. Urias wäre da drin wirklich nur ein Problem gewesen. Was denn? Ey, hier oben ist nochmal ein Dunkelelfenmonument auf jeden Fall. Was denn? Im Allgemeinen haben die Dunkelelfen ihre Festungen hier ziemlich intelligent gebaut. Hier mit den hohen Schutzwänden. Normalerweise, wenn die Dunkelelfen dann Magier oder sowas hätten. Zeit zu sterben! Wo ist meine Kraft? Hier aus! Verteidigt euch! Hier geht mal nach weiter dahin. Wo kommen die her? Was denn? Was ist passiert? Von mir aus. Da sind schon die Ausgangstore, aber ich will erstmal hier. Ich muss die Festung ja klären. Verschwindet! Auf mein Kämpft. Kommando. Was ist passiert? Achtung! Cool, meine Keule. Ich hab einen Haufen Nahrung jetzt. Die sollen weggehen! Geht's los? Verteidigt euch! Wo kommen die her? Zeigen wir ihm mal, wo der Trollhammer hängt. Wo ist meine Keule? Okay, wir haben Verluste. Einen bis jetzt. Was ist? Von mir aus. Verschwindet. Okay, ein Teil geht hinten rum. Die sollen weggehen! Wo ist meine Keule? Geht's los? Ach! Na schön! Geht's los? Die sollen weggehen! Hier geht's nicht vorwärts gerade. Geht's los? Ach. Deswegen schicken wir mal die von hinten. Wo ist meine Keule?
kommen die her? Noch mehr Erfahrungspunkte. Wow, wir leveln hier jetzt wirklich schnell. Erobert die vierte Festung. Was ist passiert? Die letzte Festung des Rahmenpass liegt vor euch. Hier ist mit dem stärksten Widerstand zu rechnen. Versucht auch hier einen Weg in die Festung zu finden. Darf ich schnell weggehen? Na, wir haben einen guten Schub von den Kleinen. Wo ist meine Keule? Was? Wie? Verschwindet! So, jetzt sind nur noch die hier am Tor, aber die werden jetzt wirklich von allen Seiten bombardiert. Na schön! So, dann gucken wir mal, ob noch in der Ecke irgendwas ist. Oh, das ist praktisch. Also da sag ich nicht nein dazu. Was denn gut? Was denn? Verstanden! Gerne ja, da können wir nämlich hier oben jetzt Trollverstärkung rufen. Und müssen nicht auf Dunkelelfen switchen. Nichts gegen die Dunkelelfen, aber Trolle mag ich lieber. Können aber nebenbei auch mal. Nur macht uns stärker, Meister. Nur macht uns stärker, Meister. All diese netten Upgrades können. Gehäutete. Ja, dafür kenne ich auch noch einen Lore-Eintrag von Spellforce 1. Die gehäuteten Soldaten von Rukan Ashir sind dadurch entstanden, durch die Theorie, dass ein Untoter dadurch mächtiger wird, dass man ihm zu seinen Lebzeiten viel Leid zugefügt hat, also während seines Todes. Und ja, ein lebendig häuten, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich bringe es nämlich gerade durcheinander. Schleuderer wirft mit Eisklumpen. Werfer mit brennenden Klumpen. Ja, ich könnte mir auch einfach die Rucksäcke angucken. Das ist einfacher. Ja, Werfer hat die Magmasteine drin. Der Schleuderer die Eisbrocken. Also noch 5 Schleuderer für unsere Armee. Geht's los? Was ist? Geht's los? Verstanden. Ach so, habe ich die Truhe? Nein, ich habe die Truhe nicht. Ja. Weltenspange, mächtiger Ring der Lebenskraft und Hosen. Frag mich halt, wann wir die letzten Gebäude für die anderen Völker noch kriegen. Das weiß ich nämlich auch gerade nicht mehr wirklich. Ich meine, wir besitzen jetzt ein Gebäude eigentlich schon, was wir gar nicht bauen können. Hier die Schule der Zerstörung. Oh. Und den Stein da, den Seelenstein, sollten wir da natürlich auch aktivieren.
Aber ja, die Holzvorräte, sie schwinden jetzt langsam. Wie man sieht und merkt. So, Seelenfels ist aktiv. Dann schlängeln wir uns mal durch unsere Armee raus, durchs Tor. Geht's los? So. Was? Wie? Oh ja, wieder Höhlen. Aber erstmal warten, bis alle durchs Tor sind. Ah. Wir werden schon begrüßt. Verschwindet! Wo ist meine Keule? Und kommen hier gleich Gegner raus? Nö, bis jetzt nicht wirklich. Geht's los? Ach. Der nächste geholfene Anführer. Die sollen weggehen! Meine Keule. Geht's los? Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Komm von weiter oben. So. Ja, und hier brauchen wir dann wieder unsere Belagerungseinheiten. Darf töten! Verstanden! Von mir aus! Bisschen mehr sehen wäre nicht schlecht. Was denn? Ach. Okay, ihr bleibt mal zurück. Okay, ist bis jetzt nur ein schwarzer Turm. Was? Wie? Wo sind jetzt die beiden? Da. Was? Verstanden! Na schön! Ach. Auch gut. So. Gut, wir sind gerade aus der Reichweite. Was? Wie? Ich speichere sicherheitshalber nochmal hier an der Stelle.
Kämpft! Ich glaube, es gab hier noch mehr schwarze Türme. Die sollen weggehen! Die sollen weggehen! Vorsicht! Was ist passiert? Verteidigt euch! Was wollen die?